Ich bin am Bearbeiten eines Newsletters in Mailchimp. Mailchimp nennt das Kampagne und ich hätte gerne hier bei diesem Text einen Textlink, der auf ein PDF verlinkt. Also ich klicke hier auf dieses Bearbeitungswerkzeug. Hier ist der Text rechts zu sehen, hier kann ich bearbeiten und ich schreibe doch hier einmal Flyer herunterladen. Aber das ist noch kein Link. Ich markiere den Text, gehe auf die Kette hier, das heißt, ich will einen Link einfügen. Nun kann ich bestimmen, ist das denn eine Webadresse? Gehe ich irgendwo ins Internet? Nein, das will ich nicht. Ist es eine E-Mail-Adresse? Auch nicht. Ist es ein Link innerhalb meines Newsletters? Auch nicht. Aber es ist eine Datei. Ja, File. Und jetzt komme ich hier ins Content Studio. Hier liegen alle Dateien bereit. Aber mein PDF ist ja noch gar nicht hier. Also gehe ich zu Upload. Bei Upload lade ich das PDF hoch. Ich klicke auf das richtige PDF, öffnen, es wird hochgeladen und ich erhalte einen Link. Also, ich erhalte hier einen Link. Ich könnte diesen Link hier schon kopieren oder einfach jetzt sagen, ja, füge diesen Link ein, einfügen. Nun ist hier ein Link entstanden. Ich muss unbedingt noch Save and Close, also speichern und schließen. Erst dann funktioniert dann auch der Link in der Vorschau. Ich gehe hier zu Preview, Enter Preview Mode, also in die Vorschau gehen. Und jetzt ist dieser Link hier ersichtlich und funktioniert auch als Link. Ich sehe hier unten bei der sogenannten Taskleiste, wo der Link wirklich hingeht. Jawohl, das stimmt. Ich klicke nun mal auf den Link und prüfe, ob das funktioniert. Und hier, es funktioniert. Also das ist dann der Flyer hinter diesem Link. Das war's.